Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria mit mir, Erik von Game for Games HD. Und ja, es ist das neue Update raus, das Update 1.3, was man so schön da unten in der Ecke sehen kann, ja. Es wurden viele, viele neue Sachen hinzugefügt, ja. Ich habe hier gerade nämlich die ganzen Patch Notes vor mir liegen, ja, in Papierform. Und das sind exakt 9 Seiten geworden. Heute muss ich leider, kann ich nur 15 Minuten, also ich mache auch eine Absage nach der ersten 15 Minuten, weil damit die Folge heute pünktlich erscheint, also was ich auch will, muss ich mich ein bisschen sputen. Leider wird sie sich, glaube ich, ein bisschen verspäten, also erst um 16 Uhr kommen, aber das werde ich dann sehen, weil ich muss hier noch plus rendern und so alles, aber danach werde ich weiter aufnehmen, weil das neue Update ist mega Hammer. 800 neue Items wurden hinzugefügt, es gibt einen neuen Modus und ich werde euch mal kurz ein bisschen erklären. Ich wollte eigentlich so ein komplett neues Infovideo machen, wo ich euch im Creative Mode zeige, was alles Neues gibt und was für neue Events es gibt, weil es gibt wirklich richtig viele neue Sachen. Da dachte ich mir, es würde viel zu lange dauern, weil es so viel ist. Ich kann es nur mit einem Spiel erklären. Zum Beispiel das erste, was sich im Hauptmenü verändert hat, ist erstmal da die Achievements und so das hier. So, hier sieht man Achievements, ne, wurden, kann man hier sortieren nach beliebigen Sachen, nach Challenger und so. Naja, wie ihr seht, ne, auf jeden Fall kann man jetzt Achievements sammeln. So, dann, wenn man kann jetzt auch beim Multiplayer, kann man jetzt durch Steam joinen, also einer geht auf Multiplayer, macht Host in Play. Die anderen Freunde machen Join via Steam und treten dann deinem Freund bei, was ziemlich cool ist. Ich feiere das, ja, das ist endlich mal was Cooles. Das nächste ist, so, das seht ihr, ist schon wieder verändert. Hier steht zwar 0000 Spielzeit, das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil, naja, ich habe eigentlich schon öfters gespielt. Ich hoffe, es bleibt noch, ist noch alles gespeichert, der Charakter ist ja geblieben. Dann kann man jetzt seine Charaktere und seine Welten in der Steam Cloud speichern. Das wurde jetzt hinzugefügt als Feature, sodass man, wenn man das Spiel mal deinstalliert hat und es wieder installiert, hat man es immer noch. Den Charakter, und der kann ich auch noch Favoriten, hat man immer noch den Charakter, mit dem man vorher gespielt hat. So, wenn wir play. Und, was ich ziemlich feier, man sieht jetzt, ja, hier, wo das wurde auch verändert, hier mit den Welten. Und zwar sieht man jetzt, bei der Welt, ja, bei unserer LP-Welt, sieht man, ja, einen grün-roten Baum. Das heißt, wir haben hier die Crimson und nicht die Corruption, was ich übrigens einem Zuschauer danken muss, ja, dem Justin, glaube ich, war es, den Nachnamen will ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich der Nachname ist, weiß ich nicht, aber ich danke dir für deine hilfreichen Tipps die ganze Zeit durch dieses Let's Play, weil ohne ihn würde ich ja wohl doof dastehen, ja, das ist aber ja, hallo. Und er hat gesagt, das, was ich habe in meiner LP-Welt, ist nicht die Corruption, sondern die Crimson. So, schön, da haben wir die Crimson, das sieht man jetzt, wenn man eine Welt erstellt, sieht man immer, ob man jetzt eine Crimson hat oder eine Corruption, was ich ziemlich feier, weil falls man eine Corruption will oder so, ne, dann machst du dich einfach noch eine neue Welt und hoffst darauf, dass du jetzt die kriegst. Wir haben leider die Crimson und hier habe ich mal die Corruption gehabt. So, ich würde dann sagen, wir gehen mal rein ins Spielchen wieder. Und hoffen wir, dass alles da ist. Jetzt habe ich 4 Minuten fürs Labern verplappert, aber... Oh, ha. Okay, ihr seht, wir haben direkt 5 Achievements neu gemacht. Geil. Nur durch reinjoin. Also ihr seht, ich bin noch nicht reingejoint irgendwo in ein Spiel oder so. Ich habe echt gewartet, bis ich aufnehmen kann. So, wo waren wir denn? Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe ja extra jetzt die Folgen ganze Zeit auf... veröffentlicht. Was habe ich denn dafür? Ach, ich habe eine Platinum. Oh, die Textur wurde verändert, ne? Ich sehe. So, dann sind wir hier jetzt im Crafting-Ding hier. Und wir sehen ja, es wurde einiges verändert. Hier unten zum Beispiel, der Hammer sieht jetzt anders aus, dieses Crafting-Window. Hier oben gibt es dieses Quick-Stack-Turnier bei Chests. Dann hier wurde es auch ein bisschen alles verändert. Hier kann man jetzt Farbstoffe reintun. Das hier war ja schon so. Und hier, das hier. Und jetzt kann man auch auf Equipment drücken. Und hier kann man jetzt alles andere hinmachen. Hier kann man zum Beispiel, kann ich meinen geilen Grappling-Hook reinmachen. Ja, siehst du mal. Schon wieder ein Achievement. Dann den Mount, den kriegt... Es gibt ja neue Events, wie gesagt. Und es gibt einmal die Slime Knight. Die kann echt irgendwann kommen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich habe es noch nicht gesehen. Also ich würde mich überraschen lassen. Aber da kann man, glaube ich, so ein Schleimreittier bekommen. Was ziemlich cool ist. Das habe ich schon gesehen. Das ist voll abgefahren. Hier kann man Pets reintun. Also ihr seht, ne?
gibt so einiges wieder. Aber das letzte Mal, wo wir dran waren eigentlich, wollte ich, glaube ich, nochmal das Eye of Cthulhu machen. Weil ich mir dachte, Junge, wir brauchen mehr Crimtain-Ohr, oder? So heißt es doch, ne? Nehme ich an. Ja, Crimtain-Bar, Crimstone-Block. Ja, das war Crimtain-Ohr. Kann ich mich da dranhängen? Ne, kann ich nicht. Deswegen werden wir jetzt oben das Eye of Cthulhu nochmal machen. Hoppla, warte mal, davon muss ich aber irgendwie erstmal da hochkommen, ne? So. Scheiße, Alter, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Hab ich ja irgendwas Cooles hier bei mir? Ja, die Wood Platform. Iron Ball, ja, die Texturen sehen auf jeden Fall anders aus. Oh, guck mal, ich glaube, das war nicht im Let's Play, da bin ich mal kurz in meine Welt gegangen. Mach mir geile Watercan. Die macht eigentlich nicht wirklich was. Die ist harmlos, die ist einfach nur zum Spaß da. Habe ich mir einfach mal geholt. Fand ich ziemlich lustig. Ja. Und was noch kam, als ich kurz in die Welt gegangen bin, denn ich wollte etwas nachschauen. Und zwar, Leute, wird es bald eine Goblin-Nacht geben. Und ich fühle mich nicht wirklich bereit dafür. Weil, naja, eine Goblin-Nacht ist echt hart. Weil ein Goblin-Speer schon da war. Oh, jetzt kriegen wir einen Zweig sogar davon. Cool. So, ich habe ja noch ein Ei auf Cthulhu. Oh, yes. Leute. Dann würde ich sagen, komm her, Bitch. Direkt ganz laut. Komm schon, hä? Komm. Aua. Ach, mein Magic Boomerang habe ich ja noch, ne? Stimmt, den könnte ich ja mal benutzen. Aua. Habe ich überhaupt Heiltränke? Weil ich habe mich nie vorbereitet, so wie immer. Ist ja normal, ne, bei mir. Ja, das dauert jetzt ein bisschen wieder. Ja. Komm schon. Komm, du Hure, komm. Ja, willst du doch auch, ne? Ja. Du kannst nix, kannst du. Nix kannst du. Ah, Mann. Jetzt komm. Aber ich finde dieses Blood Butcher ziemlich cool. Muss ich mal so sagen, ja. So, ja, es hat nicht mehr viel Leben. Ja, ich muss es jetzt mal töten, damit ich mal ein bisschen Crimson oder Crimtain Ore oder wie auch immer das heißt nochmal. Ich vergesse immer den Namen, ne? Weil ich einfach diese Corruption nicht gewöhnt bin. Muss ich mir einfach so sagen. Oder ach, nicht Corruption, sorry. Die Crimson, ja. Dass ich jetzt hier wieder geflamed werde. Alter, jetzt trage ich auch nix. Alter! Diese scheiß Augen. Verpiss dich! Oder vielleicht kann ich ja mal so einen Teil wieder machen. Ja komm, wir battlen uns jetzt. Komm her! Guck mal, wie viel ich den Damage mache. Muss aber dazu sagen, dass Blood Butcher ist fast nicht gerade wirklich, muss ich sagen. Also es geht schneller, muss ich mal so sagen. Ja, komm gleich mal da drunter. Oh, jetzt wird's aber unangenehm, habe ich das Gefühl. Aua. Ich sollte mal. Alter. Ja. Chill. Ja, komm. Geh mal da rein. Ja, schön, ne? Ah! Aua! Okay, der macht schon ordentlich Damage jetzt. Aber der ist easy. Ich sterb nicht, Leute. Oh, meine Nase. So. Oh, Alter. Es wird immer so knapp, wenn er in diesem Rage-Mode drin ist, ne?
Hau ab, du Hure. Ich habe Hermes Boot. Oh, fuck. Ah! Aua! Nicht sterben, Erik, nicht sterben! Nicht sterben! Er hat nicht mehr viel. So. Oh, Healing Potion nochmal genommen. Alter! Das kam jetzt. Ja, das kam jetzt ziemlich. Verpiss dich, du Hure. Ich will nicht mit dir kämpfen. Ja, eigentlich schon. Jawohl! Verabschiede dich, mein Freund. Zack! Jawohl! Eye of Cthulhu has been defeated. Und ihr habt schon gesehen, also ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, aber wenn ihr genau geguckt habt, dann hat man gesehen, dass Münzen jetzt animiert sind. Ich kann das mir mal zeigen. Die sind jetzt, die haben jetzt eine Animation und die leuchten auch so schön und haben jetzt auch andere Geräusche, wenn man sie aufnimmt. So, was haben wir? Crimtainer 56, auch nicht schlecht, ne, würde ich sagen. Machen wir uns ein bisschen was von noch. Glaube ich mal. Oh, Iron Helmet. Was habe ich denn da schon? Ich habe schon Platinum, Alter. What the fuck? Brauche ich nicht. Obwohl, wie viel hat so ein Iron? Nee, brauche ich nicht. So. Erstmal das da machen. Crimtain Bar. Habe ich noch irgendwo Crimtain Ore? Habe ich das noch? Kumpele. I'm Loot. Okay. Ah ja, Kisten haben jetzt auch übrigens eine Animation, wie man sieht. Ich auch ziemlich feier. Jo, ich habe sogar wirklich noch was. Jawohl. Was ist das denn? 17 Melee Damage. Weak Knockback. Ja. Warte. Da. 40 haben wir. Das ist immer noch zu wenig, Leute. Immer noch. Also wirklich, das ist ein bisschen blöd. Ich will mir eigentlich damit eine Rüstung machen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Kann ich ja gar nicht machen. Brauche ich dafür irgendwas? Bestimmt, ne? Mann. Och nee, oder? Ja, ey, eigentlich wäre echt so ein schönes Dingens ganz gut. Flashcatcher, oh, what the fuck, ey. Tendonbow, brauche ich nicht wirklich. Das macht 19, ja, obwohl, der macht 19 Range Damage, aber der macht das hier. Das kommt aber drauf, ja, plus 13 Damage noch, ja. 22 Melee Damage. Ja, Slow Speed, Fast Speed. Ja, die sind quasi gleich. Der hat aber noch eine Axt Power. Oh nein! Gar nicht gut! Eine Goblin-Armee ist unterwegs. Ach du Kacke. Hoppla. Vom Westen. Oh, scheiße. Ich brauche noch Dingens. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Dingens holen kann mir. Scheiße. Schnell jetzt. Achso, unterhalten sich jetzt auch. Hier, wie heißen sie nochmal? Die NPCs. Nein. Wo kann ich denn nochmal Dingens herholen? Nee, Carlo ist es nicht. Du bist es auch nicht. Oh nein. Ja, die kommen vom Westen. Läuft bei mir. Was soll ich jetzt machen? Ich hab eigentlich... Da. Ja, und übrigens, so ein Prozentbalken ist jetzt auch da. What the fuck? Ja, den kann ich natürlich nicht angreifen, ne? Ja, guck mal, die können ja nix. Die können ja nix. Aber... Ja, doch, die können schon einiges, was. Juhu! Geil! Okay, ich kriege aber ganz schön viel Damage, muss ich sagen. LOL! Die verteidigen sich ja! Wie awesome ist das denn bitte? Hammer geil, Alter! Stimmt, das habe ich auch gelesen. Ist ja hammer fett, dass sie sich auch verteidigen. Das feiere ich total. Ah, okay, so schlimm ist sie jetzt auch wieder nicht. Ich dachte, die wäre jetzt krasser. Ich habe ja auch nie erklärt, was der Expertenmodus ist, ne? Oder? Ne, habe ich noch nie, ne? Der Expertenmodus ist einfach etwas schwieriger. Man kriegt aber für geileren Loot. Das ist ziemlich cool. Außerdem müsste es ja, glaube ich, irgendwie... Die Goblin-Armee müsste irgendwann einen Boss noch haben. Wenn ich mich recht entsinne. Boah. Okay, warte mal. Wir müssen mal da hinten auf unsere NPCs achten. Oh, wow, guck mal! Der geile Dingens plantet hier so Bomben, Alter. Ah, wie hammer ist das denn? Das ist ja der Hammer, ey. Ja, der Angler weiß nicht, was er tun soll, außer abhauen. Ist weg da! Ich muss ihn plätten. Der Typ wirft Granaten da. Geil, Alter. Orten und
Brandon, helfen mir hier. Wir sind ja richtig geile Motherfucker. Geile Motherfucker. Nee, jetzt können wir die Folge noch nicht beenden. Das geht ja gar nicht. Warte, wir müssen einfach hier drin bleiben. Dann klappt das schon. Ich weiß ja nicht, was die für eine Rüstung haben, ne? Aber die kriegen nur ein Damage immer. Okay, jetzt wird's langsam knapp. Jetzt fucken die langsam hier ab ein bisschen, muss ich sagen. Heilen! Aua! Aua! Au! Aua! Au! Wieso treffen die denn noch? Die Wichser! Oh, diese Scheißzauberer! Verpisst euch mal! Geht weg! Oh, warte, ich hab eine Idee. Ich kann auch zaubern, ihr Wichser. Ich bin tot, das kann ich. Ich hab 5 Gold gedroppt. Ach du Scheiße, das ist ja fast alles. Ja, aber die bleiben immer noch da, ne? Stimmt, Alter, es geht weiter. Boah, wenn ich jetzt auch Medium Core hätte, Leute, das wäre der Hölle. Ich verstehe gar nicht, warum ich eigentlich von meinen Freunden abhaue. Die helfen mir ja eigentlich. Helft mir, Mann! Bitte! Also erstmal um die Spastis hier kümmern. Ey, jetzt kommt mal da hier und helfen mir mal! Finde ich aber cool, dass sie mir helfen, Junge. Muss ich mal so sagen, ne? So, erstmal mein Gold wiederholen. Ist nämlich meins. Gerade mal. Außerdem ist es eine andere Musik jetzt, ne? Der Goblin Armee. Boah, Alter, krieg ich aber richtig viel Gold. Warte, stopp mal kurz. Mach mal hinten so eine geile Wolke hin, damit ich schon mal anschwächen kann. Boah, Alter, hier kannst du richtig schön abfarmen, was, ey. Alter, ich sterbe wieder. Diese verkackten Zauberer, ne? Die gehen mir so auf den Sack, ne? Das ist der Shit einfach nur. Das ist zu viel wieder. Oh Scheiße, Alter, du. Oh, da hinten ist noch ganz schön viel. Geld für Erik. Ach guck mal, die machen die eigentlich da hinten jetzt. Die müssten die eigentlich machen. Ich kann die abwehren von den Viechern, ne? Das Blöde ist, ich kann diese verkackten Pfeile kann ich nicht abwehren. Jawohl. Die Goblin-Armee wurde defeated, Junge. Jetzt fuckt off, Alter. Ihr seid besiegt. Ihr könnt nichts mehr machen. Jawohl. Nur einmal gestorben, aber das war nur, weil die richtig krass drauf waren, die Wichser. Ja, ich würde mal sagen, haben wir doch souverän gemeistert. Ich find's cool, dass sie hier richtig krass geholfen haben. Das war ja richtig awesome. Habe ich nie mit gerechnet. Oh, ich würde jetzt so gerne noch weiterspielen, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Oh. Mal habe ich irgendwie... Engel-Tanksen. Oh, der ist ja kacke. Habe ich irgendwas Cooles jetzt bekommen oder so? Sieht irgendwie nicht so aus, finde ich. Irgendwas bei Equipment vielleicht? Nee. What the fuck? Gar nichts. Ich dachte, der hat irgendwas Cooles gedroppt, habe ich doch gelesen, oder nicht? Oder war das nur, habe ich mich verlesen oder so?
Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich dachte, die droppen jetzt irgendwas am Ende, so voll cooles. Oder liegt hier noch irgendwo was rum? Ich muss aufhören, Mann. Ich darf nicht weiterspielen. Ne, hier muss eigentlich, hier dürfte eigentlich gar nichts liegen. Hier liegt auch nichts. Ja, schade. Ich dachte, jetzt hätten sie irgendwas Cooles gedroppt oder so. Irgendwas, was mir Geiles hilft. Die haben jetzt Spiky Balls. Brauche ich nicht wirklich. Ja, egal! Ich muss aber leider hier aufhören, Leute. Da tut mir furchtbar leid, ja. Ich weiß, ich würde auch gerne jetzt weiterspielen. Aber ist nicht drin. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao!